Einen wunderschönen, ihr Lieben, und ein recht herzliches Willkommen zum zweiten Rennen Club. Heute live aus Japan vom Fuji International Speedway mit ca. 60 Minuten im Rennen. Es ist eine echte Strecke, die ist wirklich in Dings. Guten Abend, FG 09. Schön, dass du da bist. Streckenlänge beträgt 4,563 Kilometer pro Runde. Längste Gerade liegt bei 1475 Metern und Höhenunterschied liegt bei 40 Metern circa. So, da sind auch schon die ersten am Fahren, so wie ich das sehe. Guten Abend, Polini. Schön, dass du da bist. Zumindest der Snowblame schon mal am Fahren. Im McLaren. Schönes Ding. Guten Abend, Chavonda. Gut, vorstellen, denke ich mal, brauche ich euch die Map noch nicht. FG 09 fährt auch diesmal mit. Coole Sache. Schöner Porsche. Gefällt mir sehr. Fritfett Racing. Auch hier. Guter Name. Fuji. Im BMW dieses Mal. Ewony auch. Ja, interessanter Aston Martin. Oder ne. Jaguar müsste das sein. Lagro im Porsche unterwegs. Beckbechhofen im Lamborghini. Sieht wirklich gut aus. Guten Abend, Fatih Morgana. Ja, kommt erstmal alle in Ruhe rein. Bisschen Training fahren. Und dann geht's auch bald ins Qualifying. Guten Abend, Madame. Schön, dass du da bist. Moin, Newman. Ja, wie gesagt, aktuell geht es noch langsam ins Training.
Ihr dürft normalerweise dürft ihr fahren. Das ist ja noch Training. Soweit ich weiß. Kann aber auch sein, dass ich mich irre, dass schon Qualifying ist, aber das glaube ich nicht. Dann hätte mir schon längst hier jemand was reingeschrieben. Bitte gerne. Normalerweise wird dann, glaube ich, sogar die Lobby einmal resettet. Und spätestens dann, genau, 19.45 Uhr fängt Quali an. Wollen Sie kaputt, nix. Schön, dass du da bist. Grüße Andi, André, schön, dass du da bist. Fuji, oh ja, Ritter Sport auf der Seite, auch eine interessante Werbung, gefällt mir. Beckbechhofen, da gefällt mir der Lamborghini sehr. Ich bin auch aktuell auf dem Lamborghini-Trip. Ja, wirklich eine sehr schöne Lackierung. Snowblam. Ja, schlicht gehalten. Lagro. Im Porsche. Den Emoji finde ich aber auch echt geil. Oh, Iwani ein bisschen rausgeflogen. Colanau im Alfa Romeo im C4. Interessante Fahrzeugwahl. Vielleicht wird's ja was. Ungewohnt erst 2100 zu starten. Ja, wenn man so eine Bestzeit daraus hämmert. Euer Roppe. Der Roppe. Den sehe ich ja leider nicht. Nee, den sehe ich leider nicht. Da ist aber Alpha 4C. Egal wie du es drehst und wendest, ist es irgendwie richtig. Roppe ist Split 2. Ah, okay. Snowblem aktuell an der Box.
Ja, vielleicht ist das ja eine tickende Zeitbombe, André. Ein bisschen Spaß muss sein. So, jetzt ist die Lobby zurückgesetzt. Sprich, gleich müsste es losgehen mit dem Qualifying. Das an, das wiederum aus. Und dann kann es losgehen. Ja, der FG09 versucht noch in der Box so ein bisschen, beziehungsweise in der Boxengasse, die Reifen ein bisschen warm zu machen. Sehen aber alle Fahrzeuge doch wirklich gut aus. Weißer Hut, schöner AMG dieses Mal. Die Wolf Racing Lackierung passt aber auch wirklich gut auf, soweit ich weiß, sehe das Auto. Der Neo Tyro aktuell dieses Mal im Ferrari unterwegs. Auch sehr interessante Fahrzeugwahl. Hier der Lambo und Fuji. Sah mal auf harten Reifen unterwegs, so wie das jetzt aussieht. Wunder fährt raus. Lexus aktuell. Ja, die dürfen jetzt rausfahren. Da sieht man auch mal noch mal von außen den AMG vom Weißer Hut. Danach Neo Tyro im Ferrari. Lagro im Porsche. Das müssten dann jetzt erstmal die ersten sein, die fahren. Fuji im Rittersport, BMW, Snoblem, McLaren, hier unser Lambo. Gruppe ist in Split 3 eingeteilt, okay. Landi ist da. Aber ich sehe ihn nicht.
Der hat auf WhatsApp auch nicht geantwortet. Hoffentlich ist dann nichts passiert. Ich hoffe nicht. Lagro. Er ist eigentlich immer da. Ich kann da leider nicht wirklich was zu sagen. Fuji. Jetzt gibt es aber schon die ersten schnellen Zeiten. Da ist Weißer Hut. Ne, Lagro mit einer 1,40,267. Ganz vorne. Danach Weißer Hut. 1,40,980. Fuji hat nachgelegt. 1,39,982. Lagro aktuell auf Startplatz Nummer 2. Danach Lamborghini, der Lamborghini nachgelegt 1,40,585, würde von der 3 starten. Weißer Hut. Auf die 4 zurückgerutscht. Neo Tyro wird auf der 5 sein. Sorry, ich dachte, Roppe wäre hochgerutscht in Split 2 wegen Absagen anderer Teilnehmer. Keine Ahnung. Kann ich leider nicht viel zu sagen. Er kann aber von der Uhrzeit nur Split 3 fahren wegen Nachtschicht. Lagro. Der Neo Tyro hat nachgelegt gehabt mit einer 1,39,813. Der würde aktuell von der Pole Position starten. Aber wie gesagt, es ist ja noch ein bisschen Zeit. Jetzt, genau. Gruppe 2, go. Der Rest muss jetzt reinfahren. Fatih Morgana. Oh, der fährt VW sogar. Sehr interessant. Kolanau. Thank you.
FG. Er versucht, die Reifen warm zu kriegen. Landi. Im Jaguar unterwegs. Schönes Design. Sama. Kolanau. Ja, die fahren jetzt gleich erstmal ihre erste Runde. Ewani nachgelegt. ...1,40... ...2,12 für Ewani. Fatih Morgana hat nachgelegt, 1,40, 2,65, würde aktuell von der 4 starten. FG09, 1,40, 2,66, konnte sich auf die 5 katapultieren. Kolanau 9, Landi würde von der 10 starten. Schabonda auf 11 zurück, Snowblem auf 12 und Sama noch auf 13 aktuell. Schauen wir nochmal nach vorne. Fatih Morgana. Ja, der würde von der 5 starten.
Ich denke mal, jetzt wird sich gleich getroffen und dann kann ich auch gleich in aller Ruhe das Ergebnis vortragen, wer von welchem Startplatz aus startet. So, also fangen wir mal an. FG startet von der 9 mit einer 1,39. 3, 2, 4. Sehr starke Zeit. Danach Neo Tyro 1,39. 8, 1, 3. Würde von der 3 starten. Ewani 1,40. 2, 1, 2. Würde von der 3 starten. Beziehungsweise, naja, Fuji ist jetzt draußen. Auf 3. Die Morgana 5. Lagro steht auf 6. Landi 7. Weißer Hut auf 8. Kolanau 9. Sama 10. Shavonda 11. Snowblem 12. Da bin ich mal gespannt, wo der jetzt gelandet ist. Der wird jetzt von der 13 aus starten. Der wird jetzt auf der 7 starten. Also ist damit Snowblend dann auf der 13. So wie das aussieht. So, Rennen geht los. Wie gesagt, FG 09 1, Neo Tyro 2, Fuji 3, Ewani 4, Fatty Morgana 5, Lagero 6, Beckhofen 7, Landi 8, Weißer Hut 9, Kolanau 10, Sama 11, Shavonda 12 und Snowblem 13. Ah, okay. So, Rennen ist freigegeben. Und es geht gut los. Hi Robbe, macht nichts. Alles gut bei dir. Ja, alles gut, hoffe ich bei dir. Neo Tyro, oh, der übersteuert da wirklich gut in der Kurve, muss nachkämpfen, da ist FG09 nebendran. Dann neben hinter FG09 der Rittersport BMW gefahren vom Fuji. Neo Tyro fällt zurück, Fuji in seinem BMW, der macht da wirklich vorne Zeit. Gut, und da hinten fliegen schon die ersten raus. Landi auf 5 aktuell, der hält sich dann wirklich ganz gut. Beckbechhofen auf 6 aktuell. Dann Sama auf 7. Ja, alles gut, fühle mich wie vom Traktor überfahren. Geht's dir generell heute nicht gut oder was ist los? Wenn man mal so fragen darf. Ich hoffe, es ist jetzt nichts Ernstes. Sama auf der 5, Landi 7. Beckbechhofen aktuell auf 8 zurückgefallen. Nee, kämpft sie jetzt auf 7 vor. Da ist Weißer Hut noch nebendran. AMG gegen Lamborghini. Wer behält da die Oberhand? Danach lag Roh auf der 9. Zum Glück war dein Handy auf laut. Ja. Kolanau auf der 10 aktuell. Da ist Neo Tyro hinten dran, dann Snowblem, dann Shavonda. Der ist jetzt leider aktuell auf dem letzten Platz. FG09. Der hält sich da vorne gut mit 2,1 Sekunden Vorsprung. Fuji da hinten dran im Rittersport BMW.
Fatih Morgana auf 3 aktuell in seinem VW. Danach Landi, Ewani direkt nebendran. Ah, da hinten wurde schon wieder gekämpft, so wie das aussieht. Landi auf 5 aktuell. Dann Beckbechhofen auf 6 aktuell. Weißer Hut hinten dran. Auf der 7. Da ist noch Lagro hinten dran. Da bleiben wir mal kurz drin. Guten Abend, Biber. Schön, dass du da bist. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Ja, bisher hält sie sich nicht schlecht. Auf 8. Gehen wir mal weiter nach vorne, Weißer Hut. Der kämpft gegen Landi. Landi, da ist Ewani vorne dran. Da bin ich mal gespannt, was unser Haribo Goldberg gleich fährt, wenn er heute fährt. Ich hoffe es ja natürlich, also unser Simpact. Braun an die Macht hieß es doch oder sowas. Ja, aber André, egal was du heutzutage sagst, es ist falsch. Das ist korrekt, bei der Meglebutter alias Merkel trifft das so. Alles klar. Bergbechhofen Abflug. Gucken wir mal. Ach, herrje. Jetzt aktuell auf dem letzten Platz hinten dran. Ich hoffe, das war es noch nicht für ihn. Wanda aktuell auf 12, konnte nochmal den Anschluss finden. Sama hinten dran, aber Sama vorne dran. War in der Box, ah, okay. Gut. Snowblem auf 10, da ist Sama hinten dran. Er kommt näher, aber es reicht aktuell noch nicht. Bleibe ich mal noch drauf.
da kommt er jetzt leider noch nicht so ganz gut dran. Lyotaro auf 9. Kodanao auf 8. Lagro auf 7. Landi auf 6. Weißer Hut auf 5. Der kämpft sich jetzt gegen Ewani davor. Ja, da bleibt Weißer Hut tatsächlich noch hinten dran. Ist aber schön, wie jetzt die Lichter angehen, dass wir am Abend fahren. Und Navy in Berlin ankommen, den André mal besuchen. Sind ja nur 1,5. Moin's nur, Quattro. Schön, dass du da bist. Der Start lief an sich supi, haben sich nur ein bisschen gekattelt, aber ansonsten war alles easy. Ewani gegen Weißer Hut, AMG. Das müsste, glaube ich, Jaguar sein, oder irre ich mich da und das ist Aston Martin. Aston Martin, okay, dann korrigiere ich mich ganz, ganz schnell. Weißer Hut, ja, muss doch nochmal zurück, bleibt aber dicht hinter Ewani. Landi auf 6 hinten dran. Am Jaguar ist der Hintern so komisch platt. Stimmt. Madame, dein Emoji gefällt mir immer noch mit dem Stitch. Lag auf 7 hinten dran. Nichts gegen meinen Jaguar, ja. Mir gefällt er auch. Kolanau auf 8. Neotaro aktuell auf 9. Snowblend 10. Schavonda hinten dran und Sama. Ich muss nur meine Rückleuchten sehen, hoffe ich. Ich werde eure Karren nur von weiter weg sehen. Ich bin ja nur Streamer. Beziehungsweise ich stream ja jetzt und gleich dann Nick Split 2, so wie ich das mitbekommen habe, und Madame Split 1.
Bad Beichhofen noch auf 13. Wanderbox FG auf 1 aktuell. Der muss aber bald rein, denn der hat nicht mehr genug Sprit. Auch wenn es die Reifen noch mitmachen würden. Fuji auch da auf Platz 2 hinten dran. Ja, muss auch bald rein. Aktuell FG mit der schnellsten Rundenzeit im Rennen 1 Minute 39, 314. Ansonsten warte am Fuji Vulkan einen Moment, damit ich es beleuchten kann, der Zweck. Aber der Jaguar ist nicht easy auf Fuji und wenn Regen kommt, naja. Fatih Morgana auf 3 aktuell. Der muss aber langsam rein. P4 Ewony und 5 Weißer Hut, ja. Aber ich glaube, die werden gleich auch reinfahren. FG09 ist schon an der Box. Danke fürs Aufmerksammachen. Ewony, der bleibt noch draußen. Weißer Hut an der Box. Genau wie Fuji. Lagro kommt rein. FG an der Box. Fuji. Lagro. Kolanaus, Noblem an der Box. Oh, da komme ich ja genau richtig raus. Shawonda, da ist Sama hinten dran. Hat er einen Schaden? Nein. Ist auch nicht so meins. Wird schwer für mich heute. Aber PC wird man mich finden. Update am Donnerstag, bin ich mal gespannt. Beckbechhofen auf 6 aktuell. FG09 auf 7 mit mittleren Reifen. Fuji mit frischen weichen Reifen draußen. Fatih Morgana mit frischen mittleren Reifen und vollgetankt. Lagro auf 10. Dann Weißer Hut, dann Kolanau. Da bleibe ich jetzt mal gerade ein bisschen mit drauf. Aston Martin und F Type, meine Lieblings-GT3 Autos. Madame, ich dachte, dein Lieblings-GT3-Auto ist der Renault.
steht doch als erstes. Ich wollte es ja nur noch mal sagen, weil du ansonsten immer so sagst, ja, Rahmen Schwanenmann, weil du ansonsten immer so sagst, ja, für mich gibt's nichts anderes außer Renault. Guten Abend, Zero. Schön, dass du da bist. Da ist immer noch Action. Gehe ich mal weiter nach vorne. Natürlich kannst du andere Autos auch mögen. Versteh mich da bitte nicht falsch. Gar keine Frage. Nur, es kam jetzt so ein bisschen so rüber, als wenn du Renault so ein bisschen abgeschworen hättest. Aber alles gut. Ich wollte dich ja nur ein kleines bisschen aufziehen. Ich weiß doch, dass du Renault die ewige Treue geschworen hast. Hab ich auch. Ja, das weiß ich ja. Deswegen. Wollte ich nur ein bisschen aufziehen. Sama auf 12, Schabonda 13. Ganz vorne Beckpechhofen noch auf 1. Der war ja zwischenzeitlich noch an der Box. Im F-Teil habe ich schon eine Meisterschaft gewonnen. Coole Sache. Ich im McLaren. FG09 an zweiter Stelle. Fuji auf 3. Hinten dran, die Werbung von ihm finde ich immer noch mega geil, dass der Ritter Sport sich drauf geknallt hat. Namen Maple. Oder eher gesagt Ahorn. Fatih Morgana auf 4. Ewani 5 aktuell. Weißer Hut, da ist Lagro nebendran. Da bleibe ich jetzt mal mit drauf. Motorraumansicht, ah, nee, weißer Hut. Na, Lagro kommt ins Grüne. Kann sich aber wieder retten, verliert ein paar Plätze. Jetzt heißt es wieder Feuer geben. Ah, das war aber jetzt auch ein bisschen ärgerlich, ehrlich gesagt. Larissa hat Heckschaden. Ärgerlich. Kostet definitiv Speed. Jetzt aktuell kämpft um den 9. Platz.
Definitiv schicker Lack. Gefällt mir auch gut. Neo Tyro auf 11. Sama auf 12. Schawanda auf 13. Bechhofen auf 1. Fuji auf 2 und FG auf 3. Heckbechhofen kommt rein. Ja, hinten links, der Reifen ist kaputt. Ja, guten Abend, Papa Bär. Mir geht's soweit okay. Ich fühle mich soweit okay. Und ja, wie gesagt, freuen tue ich mich auch auf morgen wieder. Da fahre ich ja wieder selber. Ja, das ist halt eines meiner Hobbys. Freuen tue ich mich auf morgen wieder. Da fahre ich wieder die ATM. Letztes Rennen habe ich mich nicht angemeldet gehabt. Hatte ich vergessen gehabt. Und als es dann zu spät war, dachte ich mir dann, komm, machst halt einfach mal eine Pause. Und ansonsten noch mittwochs, die SRL geht ja wieder los. Die gehen in ihre neue Saison. Freitags habe ich euch wieder. Donnerstags habe ich noch einen eigenen Stream, wo ich mal ganz was anderes außerhalb von Motorsport streame. Samstags habe ich mal Ruhetag. Und sonntags geht bei uns bei der GT Lab die Sprint-Saison los. Und zwar fahren wir dann 2 Rennen pro Abend, aber verkürzte Rennen, einmal in die eine Richtung, dann mal noch in die andere Richtung. Und die Regeln sind einfach, wer im ersten Rennen weich gefahren hat, muss im zweiten Rennen mittel fahren, ansonsten, ja. Liga 5 SRF. Das weiß ich noch nicht so ganz genau, da wurde irgendwie was gesagt gehabt. Ich wäre aufgestiegen oder so. Ich weiß es nicht. Ich muss da mal nochmal nachfragen. Ja, Ruhetag muss auch sein, Papa Bär. Das ist auch wichtig. Deswegen weiß ich es noch nicht so richtig. Also bei der SRL bleibe ich anscheinend sowieso, aber ja, ich weiß halt nicht, welche Liga ich jetzt dann begleite. Muss ich mal nochmal nachfragen. Aber ich freue mich generell drauf. Auch, dass es euch hier gefällt, wie ich streame. Neo Tyro auf 9. Da ist Landi vorne dran. Bleib ich mal mit in der Cockpit-Ansicht. Das kann gut sein. Hab ich auf jeden Fall kein Problem damit. Das müssen die entscheiden, welche Liga ich streame. Mir ist das wurscht. Aber ja. Entscheiden müssen dies. Ah, ist das der Overtake? Das sieht gut aus.
Das sieht sehr, sehr gut aus. Danke dir, Newman. Danke dir. Und da war der ein wunderschöner Overtake vom Neo Tyro. Landy jetzt auf 9 zurückgefallen. Da ist Beckbechhofen hinten dran. An den Namen muss ich mich leider auch mal noch so ein bisschen dran gewöhnen. Aber ich denke mal, das passt. Ja, der kommt jetzt am Landy vorbei. Das sieht gut aus. Lasst euch genug Platz da draußen. Lagro aktuell auf 11. Dann bereiten wir uns mal vor fürs an den Aliens am Auspuff schnuppern. Alles klar, Zero. Schön, dass du da warst. Viel Spaß und viel Glück euch beim Rennen. Sama auf 12, Schabanda 13. Fuji auf 1. Erstmal Split 2 war ich noch nie. Ja, die sind auch gut, kann man so sagen. Gut, Madame. Dann dir frohes Schaffen noch. Ich wünsche dir einen guten Stream. Und dann hört man sich mal nochmal. Schön, dass du da warst. Danke dir. FG 09 auf 2 mit mittleren Reifen. Fatty Morgana auf 3. Dann Snowblem auf 4. Da ist Ewani und Weißer Hut hinten dran. Und noch Kodanau, nicht zu vergessen. Weißer Hut gehe ich mal kurz Cockpit-Ansicht. Die wollen nicht in die Box. Sah nur so aus.
Planau 7. Ja, der weiße Hut kriegt den. Weißer Hut kriegt den aber nicht. Volle Power, danke dir für 12 Zuschauer. Vielen herzlichen Dank. Shawanda, danke dir noch für deinen Follow. FG09, danke dir noch für deinen Follow. Go, go, Power Rangers. Butterfly Yoshi, danke dir noch für deinen Follow. In dieser Minute sogar, ey. Boah, holla die Waldfee. Moinsen, Bilal Performance. Volle Power. Tschüss, mentale Vorbereitung. Hey, yo. Dachchen, volle Power und Raiders. Ja, vielen lieben Dank, Leute. Danke dir. Dir auch einen wunderschönen Abend. Ja, kriegt er den? Ja, er kommt ran, ja, das sieht gut aus. Er kann vorne dran, aber Iwoni, der... Ja, der kämpft sich dann doch nochmal da durch. Support im Motorsport. Ja, danke dir. Vielen herzlichen Dank. Ich bin für jeden einzelnen Follower bzw. für jeden einzelnen Zuschauer, der hier ist und sich das antut, könnte man schon fast sagen, was ich hier mache, bin ich sehr dankbar. Nee, Spaß. Wenn es euch gefällt, wie schon gesagt, vielen herzlichen Dank, dass ihr da seid. Beckbelchhofen aktuell auf 7. Moin STM SLB. Mein Guter, dich habe ich nicht vergessen. Ich habe deine Nachricht zu spät gelesen. Du wolltest die Tage mal auf mich zukommen. Darfst du sehr gerne tun. Darfst mich auch gerne, wenn du auf irgendeinem Discord bist, wo ich auch bin, darfst mich dann auch gerne auf Discord anschreiben oder so. Gar kein Problem. Hoffentlich bin ich schon lange im Schwarzwald, läuft echt gut. Wie war dein Wochenende? Sama aktuell auf 10. Was macht er denn da? Den Honda-Rasenmäher testen oder was? Das sah auf jeden Fall so danach aus. Landi auf 11. Was kommentierst du für ein Rennen heute? Mondays Drivers Club Split 3 Rennen 2, also das zweite Rennen des Split 3s. Wir rotieren da immer. Mal mache ich Split 3, mal mache ich Split 2 oder 1. Das ist immer unterschiedlich. Ja, finde ich auch, dass es toll hier ist. Lagro auf 12, Shawanda 13, Fuji auf 1. Bei dem sieht das so aus, als wenn der... Als wenn er tatsächlich... Ja, das sieht gut aus mit 6 Sekunden Vorsprung. Der fährt hier so sein Ding aktuell. Oder Power kenne ich, meine Tante wohnt in Stuttgart. Ah, okay. Auf jeden Fall.
FG09 aktuell auf 2, ja. Die mittleren sind auf der linken Seite schon gut runter, aber ja, da ist doch noch Profil drauf. Die kann man doch noch fahren. Fatih Morgana auf 3 aktuell. Da ist Noblem hinten dran. Weißer Hut, da ist Beckbechhofen hinten dran. Und Ewani und Kodanau. Und noch Neo Tyro. Sama auf 10. Landi 11, Schawanda 12. Lagro aktuell auf 13. Frische weiche Reifen. Fast vollgetankt. Sama und Neo Tyro an der Box, genau wie Fuji. Die letzten 20 Minuten. Landi auf 9. Volle Power. Kolanau an der Box, genau wie Ewani und Snoblem. Weißer Hut auf 4. Der muss aber auch nochmal rein. Speckbechhofen. Sieht noch ganz gut aus. Der schwarze Tod. Guten Abend, Sarah. Schön, dass du da bist. Fatih Morgana auf 2 aktuell. FG09 auf der 1. Der Power Ranger Nazar. Ah, herrlich. Was siehst du da denn? Ja, der FG09 aktuell auf P1. Das kannst du schon so glauben, das ist schon richtig. Bis zum nächsten Mal, volle Power. Danke dir nochmal für den Raid. Schönen Abend dir noch, mein Guter. Schön, dass du da warst.
Fatih Morgana an der Box, genau wie Weißer Hut. Bergpechhofen weiter draußen geblieben. Fuji war zwischenzeitlich an der Box. FG09 war jetzt auch an der Box. Fatih Morgana auf 4 aktuell, war zwischenzeitlich nochmal an der Box. Snowblem auf 5. Muss weiter, Split 1 ruft langsam. Schönen Abend noch alle. Liebe Grüße, mein guter Sascha. Schönen Dank, dass du da warst. Viel Glück dir für später. Ewani auf 6. Kodanau 7, Weißer Hut 8, Sama auf 9, da ist Landi und Neo Tyro hinten dran, jeweils auf 10 und auf 11. Der versucht nochmal nach vorne zu kommen, aber ja. Ja, den kriegt er jetzt leider nicht aktuell. Gucken wir mal weiter nach vorne. Snowblem hinter Fatih Morgana. Bechhofen an der Box. Ewani auf 6, Kodanau 7, Weißer Hut 8, Sama auf der 9, Landi auf 10. Kann ich aber leider keine Abhilfe schaffen, André. Neo Tyro auf 11, Lacro auf 12. Schawanda auf 13,
Fuji aktuell noch auf 1. Ja, André, da kann ich ja nichts für. Du bist da in Split 2 eingeteilt worden. Du hast dir das hier eingebrochen, nicht ich. Snowblem aktuell auf 3. Da ist Fatty Morgana hinten dran und Beckbechhofen. Ich drück dir die Daumen, André. Ich kann dir nur die Daumen drücken, dass du P10 schaffst. Wenn nicht, ist das auch nicht tragisch. Ja, natürlich ist es nicht tragisch. Aber ich drück dir halt. Ich drück dir halt einfach die Daumen. Fatty Morgana auf 4, die letzten 10 Minuten. Beckbechhofen auf 5. Ja, alles gut, Maria. Mache ich morgen für euch auch. Danke dir. Fatty Morgana greift nochmal an. Da hat er ihn touchiert. Aber kein Schaden. Simon sagt, schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Aktuell ist Snowblem auf 4 und Fatty Morgana auf 3. FG09 auf 2. Fuji auf 1. 5 Sekunden Unterschied. Weißer Hut auf 7. Kolanau auf 8.
oben mal beim Nick bis deine Flo. Alles Klärchen, André. Schön, dass du da warst. Dir viel Glück und viel Spaß im Split 2. Ich werde dann gleich zu Madame rüber raiden. Hast du Link zum nächsten Split oder raidest du rüber? Ich raide. Keine Sorge, Sarah. Ich raide. So wie es mir befohlen wurde. Nicht Spaß. Mir wurde halt gesagt, es wäre schön, wenn ich zu Split 2, zu Split 1 dann rüber raiden würde. Gar kein Problem. Kriege ich hin. Neo Tyro auf 10. Landi auf 11 aktuell. Lagero 12 und Shabanda auf 13. Fuji auf 1. FG. Was hat denn der da eigentlich hinten am Heck stehen? Fredfredracing.de und so ein lachender Smiley, alles klar. Hat rote, introducing. Ah, okay. Snowblam 4, Fatih Morgana. Snowblam 3, Fatih Morgana 4. Was ist mit Fatih Morgana los? Ah, der hat einen Frontschaden. Sehr, sehr böse. Sama auf 9. Heißer mit 7. Kolon auf Horridon auf 6. Beckbechhofen auf der 4. Aktuell FG09 auf 2 und Fuji auf der 1. Die letzten 3 Minuten. FG09 auf der 2. Snowblem auf 3, Beckbechhofen 4, Ewony auf der 5.
So. Ich halte schon mal langsam zum Start. Ja, ich glaube, der wird noch mal eine Runde drüber fahren. So. Jetzt wird noch um Platz 3 gekämpft. Snowblam. Glückwunsch, Platz 3. Beckbechhofen, Platz 4. Glückwunsch. Danach Ewani, Platz 5. Glückwunsch. Kolanau Platz 6 und Weiße Hut Platz 7. Glückwunsch. Sama Platz 8. Glückwunsch. Neotaro Platz 9. Glückwunsch. Fatty Morgana Platz 10. Glückwunsch. Landi Platz 11. Glückwunsch. Lagro. Lacroix Platz 12, Glückwunsch, Chavonda. Achso, okay. Und dann Chavonda Platz 13, Glückwunsch. Fuji Platz 1, herzlichen Glückwunsch. Und FG99 Platz 2, herzlichen Glückwunsch. So. Ja, war ein sehr, wirklich schönes Rennen. Ich blende euch natürlich nochmal das Ergebnis ein, das ihr nachgucken könnt. Aber FG99 hat die schnellste Rundenzeit mit nach Hause genommen, so wie das aussieht. Guten Abend, Weißer Hut. Schön, dass du da bist. So. Papa Bär. Ja, schön, dass du immer noch da bist. So. Wiederholung speichern. Und dann würde ich sagen, probiere ich das mal nochmal. Manchmal streikt der Twitch ein bisschen. Aber ich würde euch jetzt zur Madame rüber raiden. Beziehungsweise es zu versuchen. Aber vorerst, wie gesagt, morgen Abend fahre ich selber. Mittwoch streame ich nochmal, so wie das aussieht. Donnerstag meinen eigenen Stream. Freitag die MRL. Samstag Ruhetag und Sonntag nochmal die GT Lab. Euch soweit erstmal noch einen schönen Abend. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ja, dann würde ich sagen, reite ich euch dann mal zur Verena rüber. Bis gleich.